Salut mes amis und willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder. Und heute gibt es mal wieder was aus dem Let's Play, denn es ist ja zuletzt ganz gut auf der Strecke geblieben, dadurch, dass es halt Sales gab, es gab Updates, es gab Battle Pass, es gab Events und dann waren halt neue Fahrzeuge und den habe ich euch die halt gezeigt, habe euch gezeigt, was ich mir gekauft habe, weil ich halt interessanter war und ja, so links und rechts meine Ausreden jetzt hier und jetzt aber heute und generell auch am Donnerstag geht's mal weiter mit dem Let's Play, damit wir die 5-3er auch endlich mal abschließen. Und in diesem Fall starten wir dann heute mit den französischen Flugzeugen auf 5-3, die gar nicht so französisch sind. Das sind zwei Imports, nämlich einmal aus den USA, die PB4Y2 Privateer und die Lancaster Mark 7. Die ist unique bei den Franzosen, die Briten haben sie nicht, aber die PB4 gibt es auch noch bei China. Ne, das, ne, da. Das habe ich gesucht. Und bei den USA natürlich auch. Nur damit ihr da denkt, warum fliege ich denn die? Ich fand sie einfach von ihrem Navy Blau am schönsten. Obwohl die chinesische oder beziehungsweise halt ist ja Republic of China, die taiwanesische, da auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Trotzdem, für mich ist es dann halt die französische geworden. Die das Navy Blau ist am schönsten. Und natürlich, es wäre nicht das Let's Play, wenn es nicht auch ein paar Worte zu sagen gäbe. Und zwar zu PB4Y2. So habe ich es richtig. Und zwar die Consolidated PB4Y2 Privateer war ein US-Marinebomber und Aufklärer aus US-Produktion. Sie flog aber auch für Kanada, Taiwan, Frankreich und Honduras. Die Privateer ging Ende 1944 bei der US Navy in Dienst. Dort dann hauptsächlich als Aufklärer um die Philippinen, den Golf von Tonkin, an der chinesischen Küste und um Okinawa herum. Im Koreakrieg warfen Privateers nachts Fallschirmflares ab, um chinesische und nordkoreanische Angriffe von Seeseite aufklären zu können. Außerdem gab es ab 1945 auch Varianten, die als Sturmjäger eingesetzt wurden. Ein Vorfall mit sowjetischen La-11 ereignete sich am 8.4.1950, als eine US-Privateer entlang der lettischen Küste Signalaufklärung betrieb. Die Gruppe La-11, die zum Abfang ausgesandt wurde, schoss sie ab. Die PB-4 wurde auch von der US Navy 1954 ausgemustert. Die US Coast Guard nutzte sie aber bis 1958. Diese hatten aber unbewaffnete Versionen. Sie wurden einfach als Aufklärer und für Search and Rescue Missionen genutzt. Die letzte negative Vorfall mit der Privateer ereignete sich 2002. Die Privateer wurde dort noch als Löschflugzeug eingesetzt und durch schlechte Wartung kam es zum Unfall und beide Crewmen wurden getötet. Danach gab es Strafverbot für die überbliebenen Privateers. In verschiedenen US-Museen stehen heute einige Ausstellungsstücke. So, wir machen jetzt keine Feueraufklärung, sondern wir werden natürlich Bomben regnen lassen, die Feuer wahrscheinlich machen. Ich glaube, der hat keine Brandbomben, aber normale Bomben und damit geht das hier auch. Dann können wir auch direkt mal über einen richtigen miesen Move von Gaijin reden. Nämlich, dass vor einiger Zeit wurden ja der Bomben-Respawn-Time irgendwie auf 5 Minuten hochgesetzt. Was totaler Mist ist, gerade für langsame Bomber, auch sei es die TU-4, sei es die B-29, sei es die PB-4, weil die ist auch jetzt nicht super schnell. Denn man kann in der Zwischenzeit auch nicht ins gegnerische Airfield bombardieren. Also, das ist definitiv totaler Mist. Vor allem, wenn man diese Flugzeuge spielen will. Das hoffe ich mal, dass wir. Wie immer hoffe ich, dass wir nicht zu lange in dieser Warteschlange sitzen. Ah, ist aber so, ne? Binden wir bestimmt gleich ein Spiel. Und da geht's ja auch schon fast auf Weihnachten zu. Ist ja dann bald soweit. Habt ihr schon Wünsche? Wisst ihr schon, was ihr bekommt? Wart ihr so brav dieses Jahr und gibt es gute Geschenke vom Weihnachtsmann? Oder bekommt ihr einfach nur die Route, weil ihr einfach kleine miese Scheißer dieses Jahr wart? Ich muss mal schauen. Ich habe mir überlegt, also ich hatte mal den Maßstab bei mir selbst angesetzt und habe gedacht, ich war ein ziemlich cooler Typ dieses Jahr. Ich war immer nett, freundlich, höflich, nie gemein. Und die anderen Male vergesse ich, wo ich gemein war oder unfreundlich oder unhöflich. Und vielleicht kaufe ich mir was Cooles im Marketplace. Das schenke ich mir dann selbst dieses Jahr. Aber da schaue ich noch. Ne? Ist ja noch ein bisschen dahin. Und ich habe ja immer noch ein paar Tage Zeit, um
richtiges Arschloch zu sein und um dann kein Geschenk zu verdienen. Schauen wir mal, ne? Erstmal jetzt die Teammates abschießen. Damit wir dann direkt, ne, Teamkill gibt keine Team, gibt kein cooles Geschenk. Okay, ich weiß nicht, ob der da durchfällt oder ob er einfach noch nicht richtig gemodelt ist. Sieht auf jeden Fall spooky aus. So, und dann würde ich sagen, na, ich nehme mal die dann da. Und ihr seht schon, 4-5-3 ist dieses Ding jetzt wirklich nicht sehr schnell. Es kann also eine kurze Runde werden. Denn wenn gerade so 3-3-5er jetzt dann hier auf dem Battle Rating in der Luft starten, die werden uns easy, aber ultra easy abfangen können. Schauen wir mal. Das ist die USPB4, oder? Weil die hat kein Zeichen davor. Genau, das ist die Lancaster. Und eine B17. Die ersten PB4s waren übrigens einfach nur umgebaute B24er, die für den Einsatz der US-Marine halt umgebaut wurden. Aber die PB4Y2, die war dann halt ein eigens entwickeltes und gebautes Flugzeug. Nur so noch als kleine Zusatzinfo. Und natürlich muss man auch ausschauen, denn so Leute mit der AM1 oder AD4, die gehen auch gerne natürlich auf die Basen, weil sie die Zuladung haben und schneller sind. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Wie gesagt, der Respawn-Timer für Basen, der ist halt massiv hochgesetzt worden. Und ich habe keine Ahnung, warum Gaijin das gemacht hat. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, das Basenbomben noch zu erschweren. Da können sie auch die Bomber wirklich komplett rausnehmen. Weil mit manchen Bombern muss man halt erstmal außen rumfliegen und dann halt die zweite Welle am Basen halt mitnehmen. Und dann kann man meistens auch 2-3 Stück davon direkt rausnehmen. Nur das ist ja dann nicht mehr, du kannst ja nicht 5 Minuten einfach irgendwo in der Valhalla rumfliegen. Und, ne? Einfach irgendwo am Kartenrand rumpimmeln. Und dann einfach der Arsch sein, der sich irgendwo versteckt, der dann eh irgendwie aufgedeckt wird durch einen Kampfbefehl oder durch einen Jet oder so. Warte, wenn ich dann irgendwie vorstelle, die, TO4, die kommt ja auf 9-0, wird dann easy trotzdem abgeschossen. Na, die AD4 schafft sie es noch durch, sie schafft es noch. Na, geht die auf meine Basis. Nein, stürzt ab. Boah, ich gönn dir, dass du abstürzt. Ja, sie ist tot. Okay, gut. Ach, gut für mich. Man soll sich das nicht wünschen, dass Teammates sterben. Weil wenn ich im Bomber sitze und der will mir die Basis klauen, dann soll er bitte vorher abgeschossen werden? Wir sind auch so schon langsam genug. Wir sind jetzt alle schön auf die da unten drauf gegangen. Aber wie weit ist es noch? Ach, fast da, fast da. Ich droppe direkt alles. Hauptsache, ich kann einmal abwerfen. So, alles raus. Da fällt es. Und jetzt. Wollte ich noch nicht irgendwie angeguckt, angeschaut. Vielleicht komme ich noch ein paar Meter. Okay. Haben unsere Basis. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Und jetzt versuche ich halt irgendwie noch ein bisschen davon zu kommen. Zumindest ein bisschen davon zu schweben. Okay, Antilles hat einen mitgenommen. Sehr geil.
Es liegt einfach am Namen. Dem Namen muss man ja irgendwas Cooles in der Luft machen. Wir haben Vincent verloren. Eigentlich bin ich jetzt der letzte Bomber, der noch von uns übrig ist. Und da kommt Metall in meine Richtung. Wo ist er? Da bist du. Ich weiß nicht, wie schnell dieses Flugzeug hier werden kann. Schneller als ich zumindest, also nicht so schnell wie die Tat zumindest. Ja, ein Hit. Auf so rumzuwackeln, das macht es mir schwerer, dich zu treffen. Noch ein Hit. Okay, dann waren es aber nur Hits. Und raus da. Das Problem ist, die ist halt jetzt nicht so mega gut bewaffnet in der Defensivrolle. Können uns das ja nochmal kurz anschauen, aber zumindest glaube ich, dass das hier nicht so gut bewaffnet ist. Das klang jetzt nicht nach. Ah, das waren 50 Kills, okay. Es hatte sich eher angefühlt wie 7-7er. Vor allem, weil es nur Hits waren. Na gut, aber nehmen wir die nächste. Die nächste, wo ist er? Genau, die sitzt nämlich auf dem gleichen Platz bei mir. Die Lancaster MR7. Die ist einzigartig bei den Franzosen und es ist eine spezielle Navy-Variante. Und ich habe wirklich nicht viel zu dieser MR7 gefunden. Sie wurden hauptsächlich als Seeaufklärer genutzt und Mitte der 50er waren einige in Nordafrika stationiert und dienten in der Maritime Gendarmerie. Das ist die französische Küstenwache. So wirklich mehr habe ich echt nicht gefunden. Aber dafür kann sie auch eine ganz gute Zuladung mitnehmen. Und wir gehen mit ihr auch noch eine Runde rein. Ich trinke kurz einen Schluck Kaffee, den habe ich mir jetzt verdient. Oui, magnifique. Kaffee. Je t'aime. Ach, mein Französisch wird immer besser, wie ihr hört. Okay, eine Minimap. Haben wir jetzt hier irgendwie Gornstriker, die gute Bombenzuladung haben, dann werde ich, glaube ich, nicht mal eine Basis bekommen. Ah, warte, stopp, 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 stopp. Ich mach mal so eine 6er-Serie. Na, da. Du willst die hintere? Du willst die? Na gut, dann nehme ich die. Ich nehme die ganz links, ist mir egal. Wir haben Vyvanse und so einen Scheiß. Und die P8 will, glaube ich, runtergehen, um dann halt direkt die Basis anzufliegen, die ich bekomme. Na gut, dann mache ich es anders. Und steige mal, weil das sind die Basen sind leicht zu zerstören und dann müsste eigentlich das Airfield aufploppen. Theoretisch, ne, wenn die, also drei Basen gehen leicht zu zerstören und dann geht's aufs Airfield. So sind normalerweise die Regeln. Es sei denn, das wurde natürlich wieder auch komplett umgeändert. Und Gaijin hat sich gedacht, nein, Airfields sind für immer tabu für Bomber. Was totaler Mist wäre. Dann kriegt ihr das jetzt dahin? Und wir besitzen auf mich zu, das muss jetzt nicht sein. Ja, ich hoffe, okay, die zweite Basis ist weg. Und bitte PE8. Okay. Gut.
Da ist das Airfield. Das haben sie immer noch nicht kaputt gemacht. Was mich ja wundert. Ich glaube, ich kann jetzt auch erstmal... Na, sitzen wir da unten noch niemals noch zu früh. Aber trotzdem, wir werfen da jetzt unsere Bombenlast drauf. Und da gehen sie. Es wäre schön, wenn die G-55 jetzt landet, genau dann, und ah, sie wird zu weit weg sein. Was macht mein Flugzeug? Es lebt noch. Na, 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 na. Ach, Basis beschädigt nur. Knapp, ganz knapp. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir auf der kurzen Entfernung den Vogel irgendwie runterbringen. Und zwar so, dass wir nicht dabei sterben am besten. Also runterbringen, klar, ich kann den jetzt einfach runterbringen, indem ich in den Boden krache, aber ich möchte halt runterbringen, landen. Und überleben und nochmal irgendwo hinfliegen. Ich verstehe halt auch nicht, warum Gaijin sagt von wegen, okay, wir wollen nicht, dass Airfields so leicht zu zerstören sind. Deswegen nehmen wir sie raus aus dem Bombenprozess. Dass sie einfach nicht sagen, okay, wir geben ihm einfach 1 Million Hitpoints oder so und dann dauert es halt 20, 30, 40 Bombenanflüge, bis die halt kaputt sind. Aber die Bomberpiloten können wenigstens ihre Punkte machen. Halt, sie halt dann sagen, auf den höheren Maps dann, nö, wir lassen die Basen 4 Stück anstatt den mehr zu geben, was auf den großen, riesigen Maps natürlich Sinn machen würde. Und machen den Respawn-Timer auf 5 Minuten, was halt keinen Sinn machen würde. Also ich verstehe halt deren Gedankengänge einfach nicht. Was tun die wahrscheinlich selber auch nicht, deswegen machen die so einen Mist. Okay. Sieht doch schon mal nach einem guten Anflug aus. Das drehen wir noch einmal. Dadurch werden wir auch noch mal langsamer. Beginne mit dem Angriff. Na, das sieht doch gut aus. Da müssen wir gleich. Wir dürfen nicht so schnell sein, weil dieses Airfield jetzt auch nicht so mega lang ist. Und ich weiß gerade wirklich nicht, wie gut diese Bremsen an dem Ding sind. Na gut, dass ich immer aufs Fahrwerk gedrückt habe, das dauert auch lange. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas, sonst werde ich zu langsam. Naja, sieht so aus, als hätten wir noch mehr Leute in der Luft als wir. Das ist eine wunderschöne Landung. Sehr gut. Na, so kann man natürlich auch landen.
Na komm, lass mich starten. Wenn ich schon mal eine Eskorte bekomme, dann. Ach, Klappen ausfahren. Werden wir gleich sehen, ob das stimmt. Na, kurz anrollen und dann Gas geben. Und die Reifen nicht durchdrehen. Bei den Power, die wir hier haben. Problem ist halt, ich werde niemals hoch genug kommen, um das Airfield so anfliegen zu können, dass ich es nochmal bombardieren kann. Ach, der geht auch ohne. Deswegen werde ich es, glaube ich, einfach tief versuchen, während die dann diese hier ablenken. Oh ja, hol dir die B26. Okay, die haben die A6 verloren. Jetzt muss halt nur der Master Troll schauen wegen der G55. Die ist auch ein sehr gutes Flugzeug. Italienische Props sind so underrated von vielen Spielern, dabei sind die richtig stark. Okay, er geht auf mich. Wo ist meine Kanone? Was habe ich hier? Das sind jetzt 12-7er und 7-7er. Oh, nice. Oh, da kommt noch ein XP-50. Wo kommt die denn jetzt her? Das wäre so ein Turm oben auf dem Flugzeug noch ganz gut. Oh, okay. Und da kommt der nächste Japaner. Okay, ich darf, glaube ich, aber erstmal eine Eskorte haben. Und ich greife jetzt die B17 an. Wenn die Wyvern das nicht schon tut. Das wäre gut, wenn die Wyvern den gegen die A6M3 helfen würde. Okay, er brennt. Muss ich nicht mehr. Oh, meine Motoren werden warm. Habe ich jetzt wirklich gerade den. Oh nein, ich habe den Baum berührt. Oh nein, das war so gut. Ach verdammt, dann habe ich es verkackt. Na gut, raus hier. Ich habe den Baum doch nur gestriffen, maximal. Warum reißt der mir so eine Baumspitze den Flügel ab, anstatt einfach umzuknicken? Na egal. Das hat Spaß gemacht auf jeden Fall, die letzte Runde. Das waren coole Teammates. Es ist schön, wenn man dann so Bomber fliegt und dann so ein, zwei, die ganz cool mitspielen. So, aber ich hoffe, die gewinnen die Runde. Ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag und macht es gut.